Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute bauen wir einen Schlauchhalter. Alles, was ihr dafür braucht, könnt ihr im Ikea und Baumarkt kaufen. Seid auf jeden Fall gespannt. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Als allererstes zeigen wir euch, was ihr für den Schlauchhalter braucht. Ihr geht einfach in den Ikea und holt euch den Tusik. Das ist eigentlich ein Garderobenhalter bzw. ein Garderobenständer für Jacken und Co. Allerdings können wir den auch dafür ein bisschen zweckentfremden. Dann gehen wir noch in den Baumarkt und holen uns Werkzeug bzw. Besenhalter. Da könnt ihr einfach, wie ihr hier auf dem Bild seht, einfach das Werkzeug oder auch einen Besen ranpacken und dann hält es. Das soll eigentlich dafür da sein, dass wir da am Ende unsere Schläuche bzw. die Mundstücke reinhängen können. Dann braucht ihr natürlich noch einen ganz normalen Hammer, einen Akkubohrschrauber und später auch Nägel, um den Schlauchhalter an der Wand zu befestigen. Also das Ikea-Ding, wie ihr gerade gesehen habt, das baut ihr natürlich einfach nach Anleitung auf. Ich denke, so ein kleines Ikea-Ding, das kriegt ihr da hin. Ich vertraue da auf euch, das schafft ihr. So, sobald ihr das dann zusammengebaut habt, macht ihr hier diese Werkzeughalter, slash Besenhalter, slash was weiß ich, was man damit alles mit an der Wand halten kann, auf. Und die werden jetzt hier dran geschraubt, sodass wir hier später dann unser Mundstück reinpacken können. Den Schlauch könnt ihr dann irgendwo drüber hängen oder runterhängen lassen, wie ihr das möchtet. Aber auf jeden Fall müssen die jetzt hier dran geschraubt werden. Dazu schnappt ihr euch als erstes euren Akkuschrauber mit dem passenden Aufsatz und dazu noch die Schraube. So, wir haben jetzt das Ding dran. So sieht das aus, wenn man dann einfach das Mundstück hier reinpackt. Das rastet einfach ein und hängt auch ordentlich fest. Das ganze Gewicht vom Schlauch hält es natürlich nicht, aber den Schlauch könnt ihr oben drüber legen. Das zeigen wir euch gleich. So, der zweite ist jetzt auch dran. Wie gesagt, einfach mit ordentlich Druck hier die Schraube rein. Das sind nicht die geilsten Schrauben, also wenn ihr eh im Baumarkt seid, holt euch vielleicht noch Schrauben, die da besser reinpassen. Das war auf jeden Fall ganz schöner Krampf und die eine Schraube von uns hat auch schon ganz schön an Verfassung hier hinten verloren. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so nice aus, die Schraube. Also eventuell einfach bessere Schrauben mitnehmen und dann hier schön festschrauben. Ja, so ist das ganze Ding eigentlich jetzt auch schon fertig. Jetzt muss das ganze Teil nur noch an die Wand. Ihr könntet optional natürlich auch noch diese Dinger lackieren. Also wenn ihr euch einfach Sprühlack holt oder so, könnt ihr die Teile noch schwarz machen. Sieht dann einen deutlichen Ticken besser aus. Aber ich wollte jetzt nicht in meiner Wohnung mit Sprühlack rummachen. Deswegen kommen die erstmal so an die Wand. Wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, kann ich es ja immer noch ändern. So, wir haben das Ding jetzt fertig. Hier seht ihr noch den alten Nagel, wo meine Schläuche einfach so drüber hingen, was natürlich relativ beschissen aussah. Den hauen wir jetzt einfach ein Stück weiter rein. Und dann kommt das ungefähr so hier hin und dann kann man da die Schläuche drüber hängen. Deswegen hauen wir jetzt mal den Nagel und ticken weiter rein und packen noch einen zweiten Nagel dazu. So, ich würde sagen, ungefähr noch so ein Zentimeter muss das Ganze rausgucken. Es wird jetzt hier hinten rein gesteckt sozusagen und hält dann an der Wand. Da, ein bisschen kann es noch.
dann einfach immer nochmal probieren, bis ihr es dann gefunden habt, wo es passt. Ja, noch ein klitzekleines bisschen und dann sitzt der, glaube ich, echt gut. Ja, so passt das top. Ja, jetzt noch im richtigen Abstand. Unten einfach noch einen hinmachen, gucken, dass das Ganze dann auch schön waagerecht sitzt. Und dann ist das Ganze schon fertig. Deswegen hauen wir mal den zweiten Nagel rein, würde ich sagen. So, Nagel ist drin. Wir gucken, ob das Ganze hält. Einmal unten ansetzen, einmal oben ansetzen und reinrutschen. Jawollo, es hält. Sehr gut. Dann hängen wir doch mal testweise direkt den Schlauch rein. Mundstück reinklicken und Schlauch einmal außenrum drüber. Ja, vielleicht vorne vorbei. So. Nice. So, und da können wir jetzt noch ein zweites dazu hängen. Wo habe ich denn gerade noch einen Schlauch? So, also die ganz dünnen Mundstücke, also ein Feinliner kriegt ihr auf jeden Fall nicht rein. Aber ich glaube, man könnte das hier bestimmt auch noch ein bisschen verbiegen, sodass das dann besser sitzt. Es hält auf jeden Fall, es hat ein bisschen Spiel, halt einfach, es kann sich hier ein bisschen bewegen. Aber es hält auf jeden Fall. Und so könnt ihr zwei Schläuche geil aufnehmen. So Leute, ihr habt es gesehen, unser Do-It-Yourself IKEA/Bauhaus-Schlauchhalter ist fertig. Ich finde es auf jeden Fall viel, viel geiler, als den Schlauch einfach über so einen Nagel zu hängen. Gerade wenn ihr irgendwie noch ein LED-Ding hinten dran packt, sieht das Ganze brutal aus. Ihr müsst halt gucken, wie ihr irgendwie das Kabel dann versteckt oder so. Ja, das LED-Ding ist auch eher so optional, aber ich finde es auf jeden Fall viel, viel geiler, die Schläuche so hinzuhängen, als über einen Nagel. Vor allem, weil die halt auf dem Nagel regelmäßig einfach runtergerasselt sind. Und ja, mit einem Glasmundstück sollte man das vielleicht lieber nicht machen, ist relativ ungünstig, ja. Du hattest die Idee bei dir daheim, du hast auch so ein Teil, wie lange hast du das jetzt schon? Ist schon eine Weile, ne? Ich habe es jetzt, glaube ich, seit 13 Monaten zu Hause, also schon echt lange eigentlich. Und die Dinger halten immer noch? Die Dinger halten immer noch, also mir ist noch kein Mundstück runtergerasselt oder irgendwie rausgerutscht oder sonst was. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nur Alien-Mundstücke und Glasmundstücke zu Hause, die haben einen entsprechenden Durchmesser. Die Smoker-Mundstücke aus Carbon. Die Smoker-Mundstücke, die sind relativ dünn. Es sind noch keine Feinliner. Also Feinliner passen definitiv nicht rein. Außer ihr guckt irgendwie, ob ihr das richtig krass zusammenbiegen könntet oder so. Aber Feinliner passen auf jeden Fall nicht. Ja, aber es gibt auch die, so diese Besenstielhalter oder was auch immer, gibt es auch in verschiedenen Durchmessern. Also es gibt die auch in kleiner. Das heißt, wenn ihr genau wisst, ja, ich will eigentlich nur einen Feinliner nutzen oder einfach mein Mundstück ist generell vom Durchmesser sehr dünn, könnte man auf jeden Fall da gucken, ob es eventuell im Baumarkt selber oder zum Beispiel bei irgendeiner anderen auf dem Online-Portal noch eventuell auch die in kleiner gibt, weil dann hättet ihr auf jeden Fall weniger Probleme. Für mich persönlich, ich rauche nie mit Feinliner oder mit den Smoker-Mundstücken, von daher passen die eigentlich immer. Ja. Ich hatte hier noch einen zweiten. Ich hatte eigentlich geplant, zwei von den Dingern zu bauen. Ich werde aber mit diesem zweiten warten, bis ich mir dünnere Anschlussstücke gekauft habe und werde dann auf die eine Seite meine Smoker packen und auf die andere Seite halt meine etwas dickeren Mundstücke. Dann habe ich eben zwei und das passt auch relativ gut, weil bei mir ist in der Mitte ein Fenster, wie ihr gesehen habt. Der eine hängt dann rechts, der andere links davon und so sollte das auf jeden Fall besser passen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool für 13 Euro und Schlauchhalter ist okay, denke ich. Also Preis-Leistung passt da auf jeden Fall. Und ja, Leute, wir sind auf jeden Fall zufrieden damit. Ich bin gespannt, wie es sich hält, aber ich weiß ja, das wird auch in 13 Monaten noch hängen. Von daher auf jeden Fall sehr, sehr nice. Solltet ihr Bock drauf haben und das Ganze nachbauen, schickt uns gerne ein Bild auf Instagram oder so oder markiert uns oder sowas. Lasst uns wissen, dass ihr das Ganze nachgebaut habt. Wenn euch der Tipp gefallen hat, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao.